Beef Jerky und Pünzli Jerky. Hallo zusammen. Heute machen wir zusammen zwei Varianten von Jerky. Beides mit Rind, ein normales Beef Jerky. Und dann noch ein Pünzli Jerky. Ich mache jeweils 500 Gramm Fleisch. Die Hauptzutaten sind gleich. Dann nehme ich 125 ml Sojasauce. 50 ml, ich weiss, dass ich es falsch sage. Worcester. Eigentlich sagt man Worcester, glaube ich, wenn ich es recht gesagt habe. Machen wir hier auch gerade rein. Dann beim normalen nehme ich zwei Knoblauchzehen, die ich presse. Ein Teelöffel weißen Pfeffer gemahlen. Ein halbes Teelöffel scharfes Chili-Pulver und ein Teelöffel Rohrzucker. Das tun wir alles rein und gut verrühren. Dann beim Bünzli-Jerky nehme ich auch zwei Knoblauch, tue die presse. Dann nehme ich ein Teelöffel Chili-Rauchsalz vom Bünzli. Also Chili, Knoblauch-Chili-Rauchsalz, Entschuldigung, mein Fehler. Wenn ich gerade einen Hänger hatte, ein Teelöffel voll, ein Teelöffel Rohrzucker. Und dann die, die schon länger zuschauen, wissen, dass ich Fan bin von Bruno seiner Rosette. Also nicht von der Rosette selber, aber vom Gewürz. Bruno's Rosettenfeuer. Da tue ich einen Esslöffel voll rein. Das tun wir auch gut verrühren. Dann nehmen wir das Fleisch. Ich nehme sehr gerne Rindshoft dafür. Es ist nachher einfach auch feiner zum Essen. Die Rindshoft schneiden wir etwa eine halbe Zentimeter dicke Scheibe schneiden. Könnt ihr auch dem Metzger sagen. Ich nehme gerne die Breite, weil nachher, wenn wir es rechnen, geht es noch mal ein bisschen ein. An der ganz breiten Stelle tue ich es auch noch einmal halbieren, sonst ist es nachher zum Essen auch zu viel. Dann tun wir in beide Schüsseln 500 Gramm von der Hoft rein. Alles gut untereinander machen, dann decken wir es ab. Stellen wir sie in den Kühlschrank für mindestens 12 Stunden, das schön mal durchziehen. Ich mache das jetzt zu oben um 6 Uhr. Und tue dann nachher, bevor ich ins Bett gehe, noch einmal schnell durchrühren. Ich finde so ein Jerky übrigens auch super als Weihnachtsgeschenk. Das können auch Kinder selber machen. Wie ihr gesehen habt, marinieren ist nicht schwierig und der Rest jetzt auch nicht. Ich tue jetzt ein Blech, ein Backblech, mit Alufolie einkleiden, tue das unten in den Ofen und den Ofen auf 70 Grad Umluft vorheizen. Wieso? Über das Backblech. So haben wir es ein bisschen fixiert und bei Umluft windet sonst gerne die Alufolie umeinander. Dann bleibt alles schön sauber. Dann nehmen wir ein bisschen Küchenpapier, Haushaltspapier, das Fleisch aus der Marinade nehmen, legen es drauf und das ist gut abtrocknen. Dann legen wir unsere Fleischstückchen aufs Gitter vom Backofen. Die dürfen schön nahe zusammen sein, sollten einander aber nicht ankommen. Dann schieben wir sie in die Mitte vom Ofen. Die Ofentüren tun wir mit einer Holzkelle einen Spalt offen behalten, dass der Dampf weichen könnte. Jetzt kommt es auf die Dicke drauf an, wie dick dass wir es effektiv geschnitten haben. Dann tun wir zwischen 4 und etwa 8 Stunden im Ofen lassen, bis es schön getrocknet ist. Wenn sie jetzt aus dem Ofen kommen, lassen wir sie noch abkühlen. Und dann können wir sie trocken dunkel lagern, ungefähr eine Woche. Im Kühlschrank auch etwa 2 Wochen. Und wenn wir sie luftdicht im Kühlschrank verpacken, 2-3 Monate. Einfach und gut. Ich wünsche einen guten Zusammenhang.